So, wir stellen euch jetzt eine neue Band vor aus dem Sauerland. Jeder, der den Namen hört, wird sich vielleicht irgendwas Lustiges dabei denken. Wir stellen sie jetzt euch vor und sie heißt Johann van der Smoot. Tut. Eine Klassenreise war der Auslöser für die Bandgründung von Johann van der Smoot vor einigen Jahren. Und auch während dieses Trips kamen die Jungs dank Austin Powers auf ihren Bandnamen. Johann van der Smoot ist halt der Name von dem Goldständer. Also der Goldständer ist eigentlich nur so, das ist sein Verbrechername, und an einer Stelle sagen sie ganz kurz, mit richtigen Namen hieß er Johann van der Smoot, bla bla. Für die Newcomer-Band aus dem Sauerland ist ihr Song Dynamik ein ganz besonderes Werk gewesen. Und Dynamik war halt der Song, den wir geschrieben haben. Den wir oft umgeschrieben haben, müssen wir jetzt sagen. Das war der Song, da gab es, glaube ich, ja 5 oder 6 Versionen von, bis dann endlich mal so war, wie er jetzt ist. Und das war der Song, der eigentlich alles umgestürzt hat und uns in unserem Sound dann halt beeinflusst hat, wo wir gesagt haben, so, boah, das ist irgendwie eine neue Richtung, so, das ist irgendwas, wo man sich mehr dran orientieren will. Schwebend atmosphärischen Post-Punk nennen die drei ihren Musikstil, der auf Deutsch dahergebracht wird. Ein Album haben sie vor kurzem fertiggestellt, doch mit der Veröffentlichung dauert es noch ein paar Tage. 2012 soll das Jahr für Johann van der Smoot werden. Auch textlich gesehen, glaube ich, war das auch mit diesem Song, also wie wir da bei dem Song textlich drangegangen sind, halt recht abstrakt, recht, wie soll man sagen, also nicht so ein fließender Text, wie es bei vielen Pop-Songs, deutschen Pop-Songs ist, sondern wirklich fragmenthaft und so, das macht unsere Musik oder unsere Texte macht unsere Musik halt auch aus, dass die Texte sehr fragmenthaft sind. So. Und damit haben wir auch bei diesem Song angefangen. Ich kann nicht mit Licht, aber ohne kann ich auch nicht. Mit letzter Kraft kann ich noch sehen, doch ohne hab ich schlecht. Die Themen in ihren Songs entsprechen ihrem Alter. Alle drei sind Anfang 20. Kann alles sein, von verliebt sein, von erwachsen werden, von guten Erfahrungen machen, schlechte Erfahrungen machen, von Reisen, von Fernweh, Heimweh, all diese Themen. Ich hab vergessen, was ich eigentlich wollte. Ihr musikalisches Heranwachsen war in der sauerländischen Provinz nicht immer ganz so einfach. Wollten Sie einen schicken Act live spielen sehen, hieß es auf nach Köln oder Düsseldorf. Man kann manchmal Glück haben, dass es im Sauerland so ein kleines Festival gibt oder weiß ich nicht, ein Motorsport-Event für Motorradfahrer oder Mountainbike, wo dann etwas größere Bands spielen, die auch bekannt sind in Deutschland. Aber das ist natürlich leider nicht oft. Ne? Wer jetzt mehr von den drei Jungs erfahren will, sucht einfach bei Facebook mal nach Johann van der Smoot. Und wir werden sie auch weiterhin auf dem Schirm behalten. Wir kommen jetzt zur Werbung. Ihr habt Zeit, mich jetzt bei Facebook zu adden oder Jagerloo, und wir sehen uns gleich.